Dieser Forscher will unser Überleben sichern. Durch Faultierkämmen. Tja, Nestor Carrea Summit ist einfach ein wahrer Superheld. Deshalb bekommt er auch einen Superheldennamen. Der Kämminator. Okay, der Name ist nicht der Knaller, dafür seine Mission umso mehr. Mit der Substanz in Faultierfell kann man Medizin herstellen. Und zwar gegen Nestors größten Feind. Resisto. Ein multiresistenter Keim, der uns krank macht, im schlimmsten Fall sogar tötet. Aber von vorn. Wie alle Superhelden führt Nestor fernab seiner Einsätze auch ein normales Leben. Nicht im Polizeiauto, im Haus dahinter. Für seine Mission muss er in den Dschungel Panamas. Dort findet er die Superkraft, die den multiresistenten Keim besiegen kann. Viele Krankheitsbakterien sind heute resistent gegenüber unseren Antibiotika. Deswegen müssen wir nach neuen Organismen suchen, um neue Antibiotika zu schaffen. Damit wir Krankheiten auch künftig bekämpfen können. Dafür gehen wir in den Regenwald und forschen an Tieren wie dem Faultier. Okay, den ersten Teil haben wir verstanden. Wie Faultiere und Antibiotika zusammenpassen, noch nicht so ganz. Das will uns Nestor, der übrigens schon seit 20 Jahren in der Wildnis forscht, gleich erklären. Aber dafür muss er erstmal ein Faultier finden. Das größte Problem, Faultiere haben die gleiche Farbe wie dieser Baum. Wenn das Faultier den Baum so umarmt, dann sieht es genauso aus wie der Baum. Doch für den Verbleib der Faultiere gibt's ein heißes Indiz. Wir suchen nach Faultierkot. Wenn hier frischer liegt, kann das Faultier nicht weit sein. Faultiere gehen übrigens nur einmal pro Woche aufs Klo. Dabei verlieren sie bis zu 600 Gramm und pinkeln einen halben Liter. Zusammen ist das knapp ein Viertel ihres gesamten Körpergewichts. Hier. Der Kämminator hat ein Tier entdeckt. Okay, my friend. Got it. Ganz schön aggro für ein faules, süßes Tierchen. Und fauchen kann es auch. Okay. Okay, Buddy. Okay, Buddy. Bleib da. Stay right there. Die meisten denken, Faultiere sind super freundlich. So sehen sie auch aus, als würden sie grinsen. Aber sie sind echt gefährlich. Man muss vorsichtig sein, denn die Krallen sind scharf. Jetzt versucht es, mich zu umarmen und dann nicht mehr loszulassen. Das ist der einzige Verteidigungsmechanismus, den Faultiere haben. Die Waffen des Faultiers? Eine feste Umarmung und ein böser Blick. Zeit, sich dieses Tierchen mal genauer anzusehen. Seine Features? Zwei Augen, drei Krallen pro Pfote, süße Erscheinung und extrem langsam. Denn Faultiere fressen nur Blätter und davon wenig. Leitkost also. Deshalb ist ihr Organismus sehr langsam. Sie befinden sich quasi im Dauerenergiesparmodus und brauchen 18 Stunden Schlaf pro Tag. Wenn sie sich mal bewegen, dann nur mit 200 Metern pro Stunde. Halb so schnell wie eine Schildkröte. Sie klettern nur vom Baum, um aufs Klo zu gehen. Und das ist der springende Punkt. Wir von Galileo haben Ihnen schon viel erzählt. Aber das übertrifft alles. Die Faulheit und die Kacke des Faultiers können unser Leben retten. Superheld Nestor erklärt uns gleich wie. Doch zuerst muss er das Tierchen kämmen, denn das hält nicht lange still. Und ja, das ist ein Kamm mit ganz engen Zinken. Den braucht er auch, denn was er da rauskämmt, sind winzig kleine Partikelchen an Dreck. Und aus diesem Faultier-Dreck wird ein neues Antibiotikum. Klingt skurril und sieht lustig aus, aber es stimmt. Der Kämminator erklärt, wie es funktioniert. Faultiere bewegen sich kaum. Deswegen hat sich über die Jahre ein Mikroorganismus auf ihrem Fell gebildet, in dem Motten und Algen leben. There's an very important insect that live with them that is a moth, the moth, the cryptopsis.
Jedes Mal, wenn das Faultier sein Geschäft verrichtet, legen die Motten Larven in den Faultierkot. Weil die Körperpflege zu viel Energie verschwenden würde, haben sich Motten und Algen im Fell eingenistet. Die Motten nutzen den Faultierkot, um darin ihre Eier abzulegen. Daraus schlüpfen dann neue Motten, die zum Wirt, also zum Faultier, zurückfliegen. Und sie bringen Bakterien aus dem Kot mit, direkt rein ins Faultierfell. Gegen diese Bakterien hat der Faultierorganismus Antikörper gebildet. Und die will Nestor aus dem Fell kämmen, denn die Antikörper sind die Grundlage fürs neue Antibiotikum. Faultiere sind aus vielen Gründen wichtig für das Ökosystem. Jetzt sind wir Wissenschaftler dabei, Substanzen vom Fell der Tiere zu holen. Wir haben festgestellt, dass wir daraus Medizin herstellen können, die verschiedene Krankheiten heilen kann. Klingt seltsam. Ein wertvolles Medikament aus dreckigem Fell ist aber nicht ungewöhnlich. Denn 25% der heutigen Medikamente stammen aus dem Regenwald. Die meisten Antibiotika werden aus Schimmelpilzen oder Algen gewonnen. Auch das erste Antibiotikum, Penicillin, stammt aus einem Schimmelpilz. Denn sowohl der Schimmelpilz als auch das Faultierfell haben einen Mikroorganismus, der Bakterien tötet. Indem er Antikörper bildet. Ein natürlicher Schutz, den Nestor aus dem Fell gewinnt, um daraus neue Antibiotika herzustellen. Faultiere sind meine Lieblingstiere. Wir haben in der Auffangstation auch eins. Das habe ich nach meinem Sohn Sebastian genannt. Er ist clever, aber liebt es, viel zu schlafen. Die beiden haben einiges gemeinsam. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt bringen wir ihn zurück in den Wald. Der Caminator hängt das Faultier in den Baum zurück. Doch das ist immer noch aggressiv. Er möchte kämpfen statt abhauen. Also umarmen. Er ist sauer auf uns, weil wir ihn aus seiner Umgebung geholt haben. Jetzt flüchtet er. Das ist die Maximalgeschwindigkeit für Faultiere. So sieht es also aus, wenn ein Faultier um sein Leben rennt. Die Probe bringt der Caminator ins Labor. Dort arbeitet sein Superhelden-Team, bestehend aus Spezialisten für Zell- und Molekularbiologie. Im Labor in die Casat in Panama-Stadt wird aus Faultierdreck neues Antibiotikum. Das brauchen wir dringend, weil wir gegen viele bestehende Antibiotika resistent geworden sind. Seit einigen Jahren arbeitet das Team um Chefin Carmenza Spadafora an der Antibiotika-Forschung mit Faultierdreck. Dass Antibiotika in das Futter von Rindern und anderen Tieren kommen, ist schlecht für uns. Es landet im Fleisch, das wir essen. So kommt das Antibiotikum in unseren Körper, ohne dass wir es wissen. Heißt, wir nehmen ständig und damit zu viele Antibiotika auf. Die Folge, sie wirken nicht mehr, weil Bakterien dagegen resistent werden und sich vermehren. Bösewicht Resisto ist auf dem Vormarsch. Deshalb brauchen wir neue Antibiotika, gegen die Resisto noch nicht resistent ist. Und die gibt's nur in der Natur. Sie künstlich im Labor herzustellen, geht nicht. Denn nur in der Natur bilden Pflanzen und Tiere Antikörper, um sich gegen Bakterien zu schützen. Und nur daraus lässt sich ein neues Antibiotikum herstellen. Deshalb können Forscher im Labor maximal dessen Struktur kopieren, aber sie können kein neues entwickeln. Wie gut, dass Panama einen Dschungel hat. Panama. Orte wie Panama haben eine große Artenvielfalt. Wir haben hier eine Apotheke direkt vor der Haustür.
Um die reinen Antikörper zu gewinnen, verdünnen die Forscherinnen den Faultierdreck mit Alkohol. Das sieht dann so aus. Dann kommt Blut zum Einsatz. Bakterienbelastetes Blut. Ein Standardverfahren, um ein neues Antibiotikum zu entwickeln. Heute nimmt das Forscherteam Blut, das Malaria-Bakterien enthält. Das verteilen sie auf zwei Schalen und fügen einer davon die Faultier-Antikörper hinzu, der anderen nicht. Dann heißt es 24 Stunden warten. Bis Forscherin Carmenza zählen kann, wie viele Bakterien noch im einen und wie viele noch im anderen Blut sind. Das geht nur unter dem Mikroskop. Mit dieser Methode haben wir herausgefunden, dass viel weniger Malaria-Bakterien im Blut mit dem Faultierextrakt überleben. Da haben wir festgestellt, dass die Faultier-Antikörper Malaria-Bakterien töten. Wow, ein neues Antibiotikum gegen Malaria aus Faultierdreck. Wie in der Medizin üblich braucht es aber noch zig weitere Testreihen, bis wir das Faultier-Antibiotikum in der Apotheke kaufen können. Und sollten die Bakterien in Zukunft auch dagegen resistent werden, muss unser Superheld eben neue Tierbäuche kämmen.